Cheerio, meine lieben Fußballfreunde, willkommen zurück zu FIFA 19 Karriere. Nur noch bei den Roten Teufel. So, wir haben noch 12 Millionen. Genau, damit wollte ich was machen. Und zwar, ich wollte den Jugendstab neu machen. Also dafür müssen wir erstmal weiter simulieren, damit die wieder zurück sind. So, da sind sie. Die beiden werden gleich ihren Job verlieren. Entschuldigt. So. Scout feuern. Yep. Und Scout feuern. Ja. So. Okay, müssen wir jetzt noch warten. Wir haben noch keinen richtigen guten dabei. Werden also erstmal das Spiel dann gleich gegen Fortuna Düsseldorf. Obwohl ist das Spiel gegen den Dings, ne? Gegen den Tabellenführer. Was wir mal den Kalender sehen. Terminkalender, wir haben Februar jetzt. Ja, wir haben in nächster Zeit kein Spiel so wirklich. Also würde ich sagen, wir spielen jetzt einfach mal das gegen Fortuna Düsseldorf, weil das ist unser direkter Konkurrent, auch wenn er 8 Punkte vor uns liegt. Ich sehe das gerade. Liegt 8 Punkte vor uns. So. Haben wir noch nicht? Gut, warten wir noch eine Weile. So. Na dann. Spielen wir mal gegen den Tabellenführer und versuchen ihn so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Auch wenn unsere Mannschaft etwas angeschlagen aussieht. Also wenn ich mir zum Beispiel Knechtel angucke, der könnte definitiv eine kleine Pause gebrauchen. Warum ist Balten überhaupt da? Lassen wir heute mal Liut von Anfang an spielen. Bolton kommt raus. Weiß gar nicht, ob du dabei bist. Tuminello ist auch noch geschwächt. Sonst geht's soweit, ne? Kunja. Lassen wir heute Guriri mal spielen. Der hat sich nämlich jetzt vor kurzem erst beschwert wieder gehabt. So, wir versuchen es mal. Ich hab vergessen, die Nummern zu ändern. Sorry. Fällt mir jetzt gerade mal spontan ein. Ich habe die Trikotnummer noch nicht verändert. So. Los geht's. Zack, zack. Heute Tabellenführer gegen Tabellenzweiten. Leider, wie gesagt, liegen die 8 Punkte vor uns. Ist nicht nice, aber was soll man tun? Immerhin spielen wir zu Hause, das ist ja auch schon mal was Wichtiges. Huch, falscher Knopf. So. Heute, wie gesagt, mit Guri in der Startaufstellung, wie auch Liu. Da kommt Dabo, Guri kommt nicht ran. Ja, Guri ist einer der Kandidaten, wo noch Gedanken ist, ihn auch zu verkaufen. Weil der hat einfach nichts gerissen bei uns. Der hat nichts bei uns gerissen. Kam zu uns als großes Talent. Sollte uns auch helfen, aber nope. Schön, Larsen holt ihn wieder raus. Nagy wieder auf Eggestein. Der schickt Dabo. Der macht eine sehr seltsame Flanke und Larsen kommt da nicht ran, weil treffsicher ist der Verein. Versucht er das mit 36 Toren. Toll. So, Büyü mit der Ecke. Guri kommt da leider nicht ran. Schön Zagadou. Wieder Dabo. Wieder Guri. Oh, schade. Guri will heute anscheinend seine Chance mal nutzen. Wer ist denn bei Düsseldorf denn derzeit Stammtorwart? Weiß ich gar nicht. Können wir da mal gucken. Ah, Lovren. Schön. Sagat. Na! Ah! Daneben. So. Früchtel mit dem Abstoß. Werbung. So. Jetzt ist Düsseldorf langsam aufgewacht. Da kommt Dukic. Karaman. Berukal da. Sehr schön. Ja, Karaman hält sich da, hängt sich da an
Kronhasen auf Leo, zurück zur Berokai. Der spielt, ich habe keine Ahnung warum, warum er nicht wieder zu Liu spielt, ist mir jetzt auch rätselhaft gerade. Burner, Bradley, aber Asta ist da. Wieder Liu. Liu und Nagi haben irgendwie gerade die Position getauscht, ich habe keine Ahnung warum. Eggestein verliert leider den Ball. Da ist Dabo. Schön von Sagadu. Mit Einsatz den Ball zurückgeholt. Da ist wieder Dabo. Da war die Flanke war leider absolut nichts. Da, Philipp wechselt von Udinese Calcio nach Lazio Rom. Für 48 Millionen. FCK. So, schön Guri zu Eggestein. Maximilian Eggestein! Aber Forster ist da. Forster ist der? Okay. Oh, was habe ich jetzt gesehen gehabt? Jetzt war YouTube irgendwie auf den Köln. Was? Köln, ne? Köln gegen Dynamo Dresden. 8:1. What the fuck? Also, Köln macht ganz, ganz klar, warum sie nicht in die zweite Liga gehören. So, Asta. Neguri. Dabo! Schön, Sagadu da auf Nagi. Liu, wieder Dabo. Dabo heute mit einem recht guten Spiel heute. Außer jetzt diesen Ballverlust an Zimmer. Lovren wieder. Nimmt Dömit, Doi. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Es tut mir leid. Sagadu? Nein. Schmidt. Duxch. Da verstand ich das Problem bei San Pauli nie so wirklich mit Duxch. Duxch eigentlich ein echt guter Spieler. San Pauli hat ihn ausgeliehen dauernd und dann verkauft. Oh, keine Ahnung warum. Sollte ich mich vielleicht mal schlau lesen. So. Sushi, ne, Guri, Suki, Sushi, ich weiß. Boah, schon wieder ein mieser Fehler hier. Und Halbzeit. Ja, war leider nichts. War ein Satz Schmidt-X. War nix. So. Tut mir leid, Liu. Obwohl, du kannst Larsen mal ersetzen, der ohne Pause. Und dann bringen wir unseren. Ja, ihr wisst schon. Unseren Antrieb. Unserem Offensivmotor, der, wenn es offensiv sein sollte, eine Wahl ist. Die Wahl. Schön von Dabo. Da ist wieder Guri. Auf Biada. Da ist er auch schon. Alter! Nagi, schön auf Dabo. Dabo sieht Eggestein. Eggestein! Ach, bleibt leider in Abwehr hängen. So. Leo schön zu Nagi. Das wieder Leo Eggestein. Oh. Der war knapper, als man glauben wollte. Der war knapper als gedacht. Guck dir Biada an. Eigentlich ist er Dingsbums. Als zentraler Offensiver. Der steht. Ist er wieder weit hinten, Alter. Das ist ein Typ. Das ist eine Kampfsau, ey. Das kannst du glauben, ey. So, Eggestein. Eggestein. Also, sie wachen langsam auf. Sie wachen langsam auf. Man kann es nicht anders sagen. Biada. Was macht der denn? Jetzt ist der hinten in der Abwehr. Was ist das für eine geniale Sau, sage ich euch. Ist vorne da, wenn man ihn braucht. Er ist hinten, wenn man ihn braucht. Das ist Julius Biada. Mir egal, wie schwach er wird oder ob er je irgendwie stärker wird oder sonst was. Der bleibt bis zu seinem Karriereende bei uns. Das ist mir Wumpe. Also jedenfalls, wie ich da Trainer bin, so. Schön. Auf Guri rausgespielt. Eggestein! Oh. So, Düsseldorf reagiert auf den Sturmlauf. Bringt Morales für Schmidt. Frau Schmidt, what? Der Name. Boyu mit dem
Ah, Forster kommt da ran. Wer ist da? Natürlich Biada auf Liu. Biu auf Biada. Ah, Mist. Ja, das passt bleibt aber bei Bradley hängen. Der jetzt auch den Gegenangriff einleitet mit Lovren zusammen. Aber Zagadou ist zur Stelle. Und da ist Berokai. Schön auf Nagi. Der nimmt Eggestein mit. Der schickt Dabo, der da signalisiert hat. Ey, Kollege, ich komme. Dabo! So, hier wird reagiert. Rio geht raus. Knechtel kommt rein. Man will hier definitiv nicht mit einem Unentschieden rausgehen. Es muss ein Sieg her gegen den Tabellenführer. Sonst jagt er noch weiter davon. Zagadou. Schön, auf Berokai zurück. Da ist mal wieder Julius Biada. Sag mal ganz ehrlich. Nee. Ich muss auch sagen, haben Nagi und Biada irgendwie unbewusst die Rollen getauscht? So, schön. Da wieder auf Nagi. Guri. Eggestein. Schickt er wieder Dabo. Und da ist Knechtel. Aber Burner. Kommt da voran. Und Düsseldorf normal. Kretschi kommt für Lovren. Obwohl es seltsam ist, Lovren eigentlich mit Bradley immer für Angriffe gut. Morelles haut ihn erstmal raus. Oh, böse. Da ist Duksch. Aber kann gegen Asta nicht ran durchkommen. Berokai wieder. Schön, der nimmt Biada mit. Oh, der hat damit einen Mehlfehlpass zu Morales. Da ist Duksch erneut. Nö. So, und wir bringen jetzt auch nochmal jemand Neues. So. Eggestein geht dann raus, hat heute für Schluss. Und es kommt Matheus Cunha. Wir brauchen ein Tor. So, Früchtel mit dem Abstoß. Guri konnte heute leider nicht auftrumpfen. Schade, schade. Der kleine Kretschi gegen Zagadou. Der lässt ihn auflaufen. Schön, Biada ist wieder einmal hinten. Oh, jetzt gibt es einen bösen. Jetzt gibt es eine böse Freistoßposition. Oh, der Schiri hat uns erwischt, wie wir nach vorne laufen wollten. Ja. So, letzte Chance hier. Cunha schön auf Guri. Da ist wieder Matheus Cunha. Der nimmt da Biada mit. Biada! Forster. Letzter Angriff von Düsseldorf über Duksch. Karaman. Oh, Asta. Und damit geht das Spiel leider 0:0 aus. Ah. Kaiserslautern konnte die Chance nicht nutzen, näher an Düsseldorf heranzukommen. Die 8 Punkte Abstand bleiben leider bestehen. So. Training. Da haben wir derzeit nur die 2 Gruppen hier, ne? Ja, dann müssen wir definitiv noch eine neue machen, wegen einigen neuen Leuten. Hier zum Beispiel der Herr Früchtel muss trainiert werden. Dann haben wir ja auch noch Leo dabei, der mit trainieren werden muss. Und dann will ich natürlich Damara noch mit trainieren. So. Und das ist dann einfach Gruppe 3. So. Drin.
So, weiter geht's. Wie gesagt, die 8 Punkte bleiben leider bestehen. Jetzt sind es bei 10, 14 zurückgeworfen. Ja, das habe ich. Das war mir egal. So, wir gucken nochmal wieder Jugendstab. Dann haben wir eigentlich so jemanden wie vorher. Das ist aber doof. Ich wollte nämlich einen für 4 Millionen haben. 2 besser gesagt. Also, weiter warten. Oh, Freiburg hat uns sogar überholt. Das ist natürlich unschön. Wir müssen das Spiel jetzt hier gegen Heidenheim gewinnen. Eggestein mit 1-0, das ist schön, durch einen Elfmeter. Den er erst, einen Elfmeter, den er verschießt und dann ein Tor, was er macht. Kunja auch mit dem 2-0, wunderbar. Kuchen für Dabo, wie immer. Mendil für Berokal, Kunja mit dem 3-0. Und fertig. 3-0, sehr schön. So. Hier nochmal das Training. So. Die Scouting, Cruz. Nein. Menezes auch nicht. Edson Rice. Nope. Und Castro auch nicht. Schade. Und natürlich Conchay Cao. Ciao. No. Okay, er hat in England auch wieder nichts gefunden. Wo findest du eigentlich mal was? Unsere Ziele sind gefährlich. Schnauze. So. Habe ich eigentlich die Dings schon durch? Die Vortransfer-Dinger? So. Ja, Lammers ist, kommt zu uns. Das ist der Vorvertrag. Und dann dürfen wir einen auch machen, ne? Einen Vorvertrag. Ja, haha. Einen Vorvertrag dürfen wir noch machen. Mhm. Bozok, Repasch, Marcel und Markus Thuram. Dann haben wir hier noch einige. Ein bisschen auf die Punkte achten. Hier, Lukic sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wie Forster und Bernardoni. Gucken wir mal nach. Bernardoni. Ja, dann mal gucken, wie wir gegen Bielefeld. Also Freiburg schwatzt uns da noch an den Platz ab, wie es aussieht. Muss man auf eine Niederlage von Freiburg hoffen. 1-0 Kunja, wunderbar. Mendy drüben verletzt sich. 2-0 durch Eggestein. Die beiden machen hier wieder die Tore. Hoffen wir, dass Freiburg verliert oder unentschieden spielt. Vogelsammer mit dem Anschlusstreffer. Kubo macht das 3-1. Und das war's dann auch. 3-1 gewonnen. Wunderschön. Ja, Freiburg wieder ein Spiel weniger. So. Dann die Gruppe hier einmal. Neumann, Sabatou, Kassaya. So. Kein Glück in Schweden. Hast du überhaupt mal irgendwo Glück, ey? Ach, so. So. Gegen Kiel. Ich habe gesehen, dass wir Freiburg jetzt da. Oh, Bayer mit dem 1-0. Kommt, ihr müsst jetzt nicht verlieren. Wir haben endlich Freiburg mal hinter uns gelassen, Leute.
Eggestein, Ausgleich 1 zu 1 durch den Elfmeter. Wie viele Elfmeter man bekommt, ey. Serum in 2 zu 1. Ach, kommt, Leute. Ernsthaft. Kubo mit dem 2 zu 2. Und das war's. Ach, Leute. Freiburg konnte es jetzt mit einem Sieg überholen. Acht Tage, wer denn? Guri, ja gut. Hört sich böse an, aber das ist nicht so ein Beinbruch. So. Ja, erstmal die Dings neu machen, die Trainingsgruppen. So. Kunja, Alter, auch voll am Start hier. Sein 80. So, und zwar werde ich die trainieren, die nicht andauernd spielen. Und natürlich die jungen Spieler hier. Die Jugendspieler. Mittelfeld haben wir auch Dietrich noch hier. Kobo packe ich da natürlich auch noch zu. So. Dann haben wir hier. Früchtel. Und Damara. So, Nummer 1. Und los trainieren. Damara einen Punkt wieder hoch, das ist gut. So, gegen St. Pauli. So, ziehen wir mal durch hier. 1-0 durch Kunja. Das ist immer irgendwie das gleiche Bild. Komischerweise. Dann passiert erstmal gar nichts. Alagui macht den Ausgleich. Ach Leute. Kunja macht das 2 zu 1. Denkt ihr so, no. Tuminello kam für Engel. Ach ja, Büyü macht das 3 zu 1. Guiri ist ja verletzt, also ist Tuminello jetzt dabei. 3 zu 1. Sehr schön gemacht, Leute. Sehr, sehr, sehr schön. So, Kalender. Warte mal, jetzt wollen wir erstmal hier den Jugendcoach gucken. Da ist einer. Michael Kaiser. Willkommen. Und du wirst dich auch sofort in Deutschland umsehen. Kaiser baut das Netzwerk auf. Sehr schön. So, dann hier jetzt noch einmal das spezielle Torwarttraining für Früchtel und Damara. So. Und zu dieser Einheit, um die auch zu trainieren, ist dann Kunja dabei. Der hier dann sein. Der den Torwerten hilft, so gesehen. So, und go. Kunja hat bald die 80 geknackt, muss man sagen. Das ist Wahnsinn. Oh, Freiburg noch eine Schiene gespielt. Paraguay, passe mal. So, für Lukic ist fertig. Ja, gut. Hat ihn jetzt besser eigentlich in gedacht, so. ZDM. Lass mal. Markus Thuram. Mit 77 Stürmer. Ja, gut. Ja, ja. Vincent Marcel. Nö. Gut, machen wir nur einen Vorvertrag diese Saison. Das Geld muss einfach ausgegeben, das ist das Problem. Das Geld muss einfach ausgegeben werden. Das ist uns weg nächste Saison. So, gegen Aue. Kriegt erstmal Dabo eine gelbe. Toll. Knechtel, Rizzuto und dann macht Knechtel gleich den Ausgleich. Gut reagiert, Leute. Kubo kommt wie immer für Dabo. Dabo hat auch keine Ausdauer, ganz ehrlich.
Unten kommt für Lars. Ach, den habe ich auch noch drin, ne? 2:1 durch Berukal. Wunderbar. Und leider kann man es nicht über die Zeit retten. Zenga macht noch den Ausrechten. Ach, Leute. Warum? Blims, blims, blims. So. Dum, dum, dum. So, nächsten Jugendstab gucken. Nope, leider nicht. So Leute, ich würde mal sagen, dann beende ich die Folge für heute. Denkt daran, den Part zu bewerten. Vergesst auch nicht den Knopf der roten Teufel unterhalb dieses Videos. Und dann gucken wir uns erstmal ein Update jetzt noch an. Und zwar mit Gomez, der nichts ist. Auch der Savia ist nichts, genauso wenig wie Jesus. Fernandes, kannst leider auch knicken. Silveira, leider auch. Und der gute Cabral ist auch nett. So. Ja, würde ich sagen, vergesst nicht den Knopf der roten Teufel in diesem Video. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.